das kann ich nicht. Vergiss es. Und dann nicht langlaufen. Thank you.
yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid. Freunde, wir sind in Tesch. Ja, wir sind ziemlich schnell in Tesch gewesen. War heute nicht weit, Gott sei Dank. Und es war aber alles Wetter. Regen, Regen, Regen. Richtig Regen. Ja, aber wir sind hier angekommen. Was sollen wir euch sagen? 5 Minuten später schien die Sonne. Nicht ganz. Ich war ja erst noch mit dem Hund. Danach im Regen. Danach hat es aufgehört. Genau, die kam zurück und die alles sauber gemacht und Pfötchen geputzt und drinnen nochmal sauber gemacht. Also auf einmal, dann kam die Sonne raus. Naja. Ja,
Also ich habe nochmal geguckt, wir haben jetzt doch lange kein Update mehr gehabt. Ich hatte mal eins zwischendurch während der Fahrt gemacht, aber das war nicht so dolle, weil die Tonqualität war und die Einstellung war auch nicht so optimal. Ja, und von daher muss ich nochmal irgendwie ein bisschen zurückgehen. Also, wir waren, der letzte Stand war Drohnencrash auf Campingplatz Rütti. Michael hat dann also an dem Tag noch eine neue Drohne bestellt, hat da was gefunden. Also das hat er echt gut gemacht, da hätte ich gar nicht gekonnt irgendwie. Und Tatsache, am nächsten Morgen, 9:30 war die Drohne da. Ja. Unglaublich. Unglaublich, wie das und funktioniert. Und das nicht bei Amazon. Ja. Tja. Wahnsinn. Wir haben keine Filter für die Drohne und da müssen wir erst mal gucken, wie wir in diesen Verhältnissen jetzt fliegen können oder ob wir das da... ob die nutzbar ist. Naja, auf jeden Fall sind wir dann mit der Drohne losgefahren und haben uns vom Campingplatz Rütti verabschiedet. Also, das ist ein traumhaftes Plätzchen. Ja, das schön. Ist ein sehr schöner Campingplatz. Das ist so genau, wie ich persönlich Campingplätze mag. Also, sie sind sehr freundlich. Es gibt einen kleinen Kiosk, wo man so die nötigsten Sachen kaufen kann. Man kann Brötchen bestellen. Und dann gibt es auch so die nötigsten Lebensmittel, die man braucht. Eier, Milch, Brot und so, glaube ich, haben die auch. Ne? Bier. Ja, Bier, Eis. Also das war ein sehr, sehr schöner Platz gewesen. Und landschaftlich, also das ist schon toll gewesen. Ja. Wahnsinn. Also super empfehlenswerter Campingplatz Rütti. Dann sind wir vorbeigefahren an der Stelle, wo unser Drohnencrash war. Das war ja nicht weit weg entfernt von dem Campingplatz. Das tat uns dann nochmal echt weh. Also das muss man wirklich sagen. Irgendwo hängt die da in den Bäumen und es war einfach blöd. Wirklich, das tat uns echt leid, dann auch die da so einfach da lassen zu müssen, ne? Ja, aber du kannst unmöglich in den Berg hängen, da die Bäume absuchen und... Mal angenommen, jetzt findest du, ziehst sie irgendwo um den Baum hängen. Was das machst du immer dann? Noch nicht, ja. Die können genauso gut auf dem Mond sein. Ich meine, da kommst du sowieso nicht dran. Also. Aber es hat uns schon ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Ne? Also das hätte nicht passieren brauchen. Aber kann passieren. Weil sowas kann immer passieren. Ist anderen auch schon passiert. Ist in Norwegen auch ein Pärchen passiert. Das Ding ist auch in die Berge abgestürzt und war weg. Naja, so, was habe ich mir denn hier jetzt aufgeschrieben? So, wir sind dann weitergefahren an dem Tag und zwar nach Lavertezzo. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Lavertezzo. Und zwar hatte ich gelesen, dass es dort eine Brücke gibt, die Römer gebaut haben. Und in der Nähe ist auch ein Stausee. Mhm. Und dann ist auch... Wie die Soča in Slowenien ist es dann so ein Bergfluss, der über Steine darunter kommt. Türkises Wasser, ein Traum, wirklich ein Traum. Also was ich auf Bildern gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das könnte man sich angucken. Aber wir haben echt unterschätzt, dass das doch relativ weit war. Ich wusste das gar nicht, ich habe mich damit ja nicht so wirklich befasst. Ich habe nur gelesen, das ist toll. Also wir sind hingefahren und wir waren dann ewig lange unterwegs. Ach was. Einen ganzen Fahrtag, ne? Ja. Und dann sind wir durch Ortschaften gefahren mit vielen Kreiseln und auch viel Verkehr. Vom Gotthardtunnel war dann ein Riesenstau. Dann sind wir abgebogen. Ja, das ist am Gotthard fast normal, wenn sie diese Blockabfertigung machen. Da geht halt nichts mehr. Ne? Dann sind wir halt den Pass gefahren. Und da stand, haben wir noch geguckt, ob man den, wie der befahrbar ist. Da stand dann drinnen für Wohnwagen nicht geeignet, da ja. Kopfsteinpflaster. Das war der einfachste Pass, den ich je gefahren bin. Vielleicht gibt es noch den alten Gotthard-Pass irgendwo. Das ist so ein altes Ding. Ne? Das denke ich mal. Mag sein, ja. Aber der normale ist völlig anders. Unspektakulär. Ja. Also, es war schön, aber war absolut einfach zu fahren gewesen. Ja, ne? Ja, und dann sind wir dann auf der auf der schweizerisch-italienischen Seite dann waren wir ja dann gewesen und sind dann die Bergstraße dann da hoch in dieses Lavertezzo. Oh Leute, das ist auch eine Tour, also die hat es auch in sich. Also das sind so enge Straßen mit Felswänden und Gegenverkehr und nun sind auch die Italiener, auch wenn es die Schweizer Italiener sind, den Erfahrstil ist sehr speziell.
Ja, die sind da zu Hause. Ich meine, die haben jeden Tag, wenn sie hin und her fahren, irgendeinen Touri vor sich. Naja, also die Italiener haben aber von Haus aus einen sehr speziellen Fahrstil. Hauptsache die Hupe geht. Ja. Naja, es war auf jeden Fall also anstrengend. Wir sind dann irgendwann in dem ersten Ort, haben wir uns da den Stellplatz angeguckt, der hieß Brione, ne? Ja, vor Brione war der erste Stellplatz, wo wir, und der war vor Brione. Nein, doch. Der war in Brione und der andere ist in Sonocno. Der erste, wo wir waren, da sind wir links abgebogen, wo die Ziegen waren. Ja, das genau. War vor Brione. Dann sind wir ein Stück weiter gefahren, da war Brione, der war rechts auf der rechten Seite. Ach so, stimmt, und ja. Und dann sind wir nach... Ja, richtig. Wie immer das heißt. Ja, stimmt. Der war vor Brione. Und der ja. Brione ist dann auf der rechten Seite, da ist auch nochmal so ein Stellplatz. Und wir sind dann aber bis zu Sonocno weitergefahren, wenn wir das richtig aussprechen. Sonocno, ja, wie auch immer. Und das ist ein ganz, ganz tolles Bergdörfchen. Ja. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das war von den drei Plätzen mit Abstand der beste. Ja. Der Stellplatz war... Weil da war auch Fähr- und Entsorgung super, mit dabei. Hat keinen Strom, aber egal. Aber du kannst das Auto fähr- und entsorgen, das ist kein Problem. Waren WCs, und, hatten sie gehabt. Und ist auch ruhiger als die anderen beiden. War wunderbar. Naja, der erste war auch sehr ruhig, aber das war nur ein Stein, was weiß ich, Platz da. Da hast du nicht mal das Auto ausrichten können. Also, nee, der war nichts. Mehr hat mich eigentlich gefallen. Nee, da war ja auch nichts. Da war ja nichts. Nee, man konnte ja auch nichts entsorgen. Also da oben, der in Sonocno oder wie auch immer der Ort heißt, der ist wirklich zu empfehlen. Das ist ein Problem mit Bezahlen. Also entweder hat man 24 Schweizer Franken in Kleingeld dabei, weil da steht direkt ein Automat. Der soll angeblich auch mit Kreditkarte gehen, macht er aber nicht. Geht nicht. Nee. Und dann ist gegenüber ist ein Ding, da steht Information dran. Da sind wir dann auch wohl gelaunt dahin und was ist zu? Natürlich keiner da. Dann steht da so ein Automat, wo du Snickers und sonst was ziehen kannst und da kannst du auch so eine Karte ziehen. Und da ging die Kreditkarte an dem Ding und da konnten wir uns so eine Karte ziehen. Die gilt 24 Stunden und also nicht ein Tag, sondern 24 rollende Stunden. Wenn du mittags um 4 kommst, kannst du bis mittags um 4 bleiben. Ja, und das kostet 24 Franken. War sehr schön. Und der Ort... Da hat man so gedacht, das war wie so eine Filmkulisse. Ja, man hat die Hobbits da, hast du ja erwartet, dass die irgendwo rausgesprungen kommen. Also sowas Schönes, sowas Malerisches, ne? Ja. Das war irre. Also ganz toll und dann waren wir abends noch so eine Kleinigkeit essen und was trinken in diesem, auf dem Piazza von diesem Ort war so ein Lokal. Es gab noch ein zweites, aber da saß kaum einer drin. Also wir sind dann lieber auf diesen Piazza gegangen, weil wir auch mal ein bisschen unter Menschen sein wollten. Ne? Obwohl das andere Ding auch schön war. Das war auch sehr schön, ja. Schönes Lokal, direkt neben der Kirche ist das. Ja. Und da haben wir uns dort noch ein bisschen gut gehen lassen und haben draußen gesessen, wunderbar. Haben den Abend dann noch schön ausklingen lassen. Und ein bisschen Fernsehen geguckt und dann sind wir am nächsten Morgen, sind wir dann also relativ früh, ohne Frühstück, um 9:30, für uns ist es früh, ehe wir alles gepackt haben und tralala, 9:30 losgefahren zu dem Lavatezzo, zu dieser Brücke. Ja. Und was da los war dann, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also das ist... Naja, wir ja auch. Wir wollten es ja auch sehen. Ne? Ja. Also es ist, wir sind angekommen. Ich habe gleich, Michael hat Frühstück gemacht. Ich sag, ich gehe schnell davor. Ich guck mal, dass ich noch ein paar Bilder machen kann, wenn nicht zu viele Touristen da sind. War schon zu spät. Also da war schon... Ja, man muss dazu sagen, da war wohl irgendwie so eine Schulklasse oder was aus der USA oder war da die ganzen Kinder oder so. Die sind normalerweise dann in dem Moment schlagartig natürlich nicht da. Aber die waren halt... Also wenn ich an den Parkplatz denke... Ja, der war voll. Der war innerhalb von 10 Minuten war der Parkplatz überfüllt. Das war ein Hin- und Hergegurke. Die haben sich in die äußersten Ecken gequetscht, die Autos dort. Es war ein Hin und Her. Also auch ohne der Schulklasse, glaube ich, sehr viel Auflauf. Ja, aber der Parkplatz war jetzt nicht groß. Wir würden euch empfehlen, wenn ihr euch das angucken wollt, es ist wirklich sehenswert, es ist toll. Die Brücke ist gebaut worden von den Römern. Ja. Also die ist 2000 Jahre alt. Und es ist auch eine wunderschöne Umgebung dort. Also wirklich schön. Wenn ihr das macht, fahrt früh morgens ganz zeitig auf diesen Parkplatz. Mhm. Am besten um 6 oder um 7 und dann schöne Aufnahmen machen.
Wir waren zu spät. Wir waren schon zu spät, obwohl wir noch, Gott sei Dank, noch gerade so die Kurve gekriegt haben. Also danach war ganz aus. Also, und da war wirklich eine Menschenmasse an der anderen und keiner hat Maske getragen, nichts auf dieser engen Brücke, gar nichts. Also es war gut, dass wir zu dem Zeitpunkt da waren. Ne? Ja, klar. Ja, und dann hat sich der Parkplatz halt also so arg gefühlt, die haben sich so blöd angestellt, dass wir mit dem Auto in der normalen Ausfahrtsstraße nicht rausgekommen sind. Wir mussten entgegengesetzt, da wo die Autos reingefahren sind, mussten wir rausfahren. Und das war ein Tohuwabohu, da haben wir uns noch eine Haare gekriegt gestern. Und dann der Tag, der dann gestern kam, na guten Tag, den brauchen wir überhaupt gar nicht mehr. Aber bis hierhin machen wir jetzt erstmal das eine Update und dann machen wir das nächste, sonst wird es zu lang. Wir haben noch jede Menge Bilder für euch zum Zeigen. Und ja, bis hier machen wir das erstmal und dann machen wir weiter. Na? Genau. Okay, aber jetzt viel Spaß mit den Bildern, mit den Impressionen, die wir gemacht haben. Ja. Viel Freude damit. Bis dann. Ciao. Tschüssi.